Wisst ihr, was richtig gut ist? Richtig gut ist. Gebrannte Mandeln, wenn Winston eine Ente macht. Entschuldigung. Herzlich willkommen zurück zu Wreck of the Blue Storm. Ah, ich habe heute das Deichkind-Album gekriegt, deswegen bin ich ein bisschen bescheuert drauf. Es tut mir leid. Ich fand das erste Lied eigentlich nicht so gut. Aber jetzt ist richtig gutes Zeug. So. Dieses schlagartige. Jetzt ist hier Schluss mit lustig. Schluss mit schlustig. So, hier waren wir ja schon in der letzten Folge fälschlicherweise. Und. Nein. Fälschlicherweise? Ich weiß gerade nicht mehr, was. Ich weiß, in dem anderen Raum kam er nicht weiter. Und dann ne? Und so? Jetzt können wir da aber hin. Gehen Umweg. Hier ist aber wieder Wasser drin. Damit Lara den Hebel unterbezuziehen kann. Ach. Irgendwo da. Achso, jetzt ist die Tür, die von ich auf war. Hey, wie komme ich denn jetzt da hin? Kann ich da so hin? Ich kann das nicht. Das geht so nicht. Achso, hier ist ja die kleine Plattform. Da kann man ja wieder. Komme ich denn jetzt hier so hin? Immer muss man krabbeln dazu drücken, damit sie versteht. Ah, ich muss krabbeln, stimmt ja. Sie krabbelt weiter, wo sie nicht mehr krabbeln muss. Krabbelgruppe. Das haben wir schon mal eingesammelt. So, gucken, wo wir jetzt da hinkommen. Für alle, die neu zugekommen sind. Ich kann leider nicht speichern, dass ihr das dabei seht. Aua. Oh, hat voll daneben gebissen. Ah, ist ja blöd. Ja, genau, durch einen Bug beißt er mich. Ja, genau. Unrealistischer Scheiß. Ah, so. War ich hier nicht schon mal? Das sieht aus wie der Essraum. Muss ich wieder irgendwo. Da ist ein Loch. Eine Platte im Boden, die man aufmachen kann. Aber ich will natürlich noch mal gucken, ob hier auch. Oh, man kann echt so toll gucken. Das ist echt. Macht so einen Spaß. Na, ich wollte gucken, ob hier zwischen und so noch irgendwas liegt. Oh, ich kann gucken und schwimmen gleichzeitig. Nicht schlecht. Nichts. Oh nein. Was ist das? Der grüne Schleim da, ey. Er sieht so widerwärtig aus. Ist das so ein Rückweg, wenn man nicht geschafft hat, darüber zu kommen, oder was? Ist da noch irgendwas? Ich mag das nicht, wenn ich irgendwo hingezwungen werde. So wie im wahren Leben. Hm?
Moment. Dank Laras automatischen Automatik-Aufsammel Hilfe. Das geht ja mal weiter hier. Ist denn jetzt irgendwie ein Hebel, dass man hier das Wasser senken kann, oder? Das ist eine, die irgendwie durch einen Hebel aufgeht und nicht durch Lara, denke ich mal. Sonst wäre da ein Griff dran. Das kann sie wahrscheinlich auch erst aufmachen, wenn das Wasser weg ist. Gott, ich mir vorstelle, das müsste man jetzt unter Zeitdruck machen, ey. Nee. Hä, war das eben auch schon da? Na? Was ist denn jetzt die Challenge daran? Ich hab gedacht, ich back mich jetzt hier irgendwo lang. Klar, man muss jetzt einmal aufpassen, aber ich verstehe das irgendwie nicht. Da. Das hängen die noch extra Harpunen. Als man keine mehr hatte. Ah. Das ist jetzt aber die andere Tür, die eben hier war. Ja, wo war die denn jetzt? Die war da oben. Einmal nach oben bohren, so. Da. Warum sind ja eigentlich solche Geräusche wie ein... was bist du denn? Au! Ey, sag mal! Hallo, was soll das? Kann auch nicht mal aussteigen, von oben runterschießen. Muss ich mich auch noch mit den... Hä? Muss ich mich auch noch mit den Spacken hier beschäftigen? Ich wollte eigentlich gerade sagen, ich habe mich gewundert, warum hier so ein Maschinenraumgeräusch ist. Und wo ist der andere Fisch jetzt? Ist der explodiert oder was? Warum ist hier ein Maschinenraumgeräusch, obwohl das Schiff gesunken ist? Das wollte ich sagen. Hier müsste doch so ein geiles Unterwasser-Knatsch-Geräusch sein, so ein, wie das sich immer anhört. Boah, was ist das hier alles? Hä? Da. Oh nö, ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass das jetzt ist mit diesem... Dass mir die Luft wegbleibt. Muss ich jetzt hoffentlich in diese andere Luke da rein, die an der Decke war? Lara kann das nicht. Hallo. Lara muss das so umständlich wie möglich einsammeln, dass sie im Rücken dahin ist. Jetzt fällt ihr ganz plötzlich ein. Oh, ich habe vergessen, dass ich... Was ist das denn? Ich habe ganz vergessen, dass ich ja meine Luft anhalten muss. Ja. Die Musik macht es auch nicht besser.
Scheiße, wo muss ich denn hin? Ja, genau, die kleinen Spastis auch noch. Da liegt was, scheiße. Hä? Hör auf, genau, der ganze Fisch hält Lara auf, ey. Ist das jetzt ein Secret oder wo? Hier ist auch gar nichts. Jetzt freut sich der Fisch. Muss ich mir das nochmal angucken oder was? Warum kann die das so nicht einsammeln? Ey, das ist so typisch, ey. Extra so viele Glitch-Dinger im Weg, dass man da ja immer hängen bleibt. Ey, das ist so billig. Nö, wir sammeln das heute nicht ein. Aber wo ist denn jetzt mein richtiger Rückweg? Da ist der eigentliche Weg. Ja. Guck noch, soweit ich kann. Damit es mir beim nächsten Mal weiter... Ich will das Secret haben. Die kann doch nicht normal schwimmen, ne? Es muss immer so glitschig sein, wie nur möglich. Sammel das doch ein! Eben konntest du das doch auch, so blöde kleine Sch... Scheiße, ist der ganze Weg ja hier auch noch. Wo? Oh nein. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe gerade irgendwas gedrückt zusammen. Ich habe, glaube ich, Alt und Escape gedrückt, weil ich schwimmen wollte und Medipack. Ich mache das jetzt nochmal. Ich will das haben. Es geht nicht einmal, dass man... ganz normal irgendwo lang schwimmt. Nein, es muss so glitschig wie möglich sein. Als ob sie so eine riesen Blase um sich rum hat, mit der sie überall gegenknallt. Und dass man so viele Kurven wie möglich schwimmen muss und nicht einfach geradeaus, um Zeit zu sparen. Ich speichere jetzt mal zwischen. Wie das noch nachhalt, eben das Secret. Ja, super. Komm, das lassen wir noch gelten, ne? Mein Gott, ey, da habe ich jetzt echt keinen Nerv mehr zu. Das jetzt noch besser zu machen. Ich habe das Secret, ich habe ein Medipack benutzt. Mein Gott, so wild ist das doch jetzt auch nicht. So, jetzt habe ich eine Brechstange. Und jetzt kann ich die Valve da rausholen. Jetzt nur die Frage, wie komme ich denn jetzt wieder hoch?
Muss ich das Wasser wieder wegmachen oder was? Oder kann ich hier rauf? Ach, hier kann ich rennen. Patschi, patschi. So, und jetzt gehen wir hier rüber. Zum, keine Ahnung, 2000. Mal. Ich habe eben gerade nicht hingeguckt, deswegen hat sie sich so weit rüber gebeugt. Ja, jetzt mal kurz vor Ende muss sie noch einmal. Hä? Was vorher auch? Wieso ist das jetzt auf einmal? Och nö, bitte sag jetzt... Ist das, weil das Wasser... Ist das, weil das Wasser jetzt höher steht? Oder komme ich hier vorbei? Das ist ja fies. Tut ja trotzdem weh. Voll Betrug. Wow. Na gut, dafür, dass ich eben gerade Kraft verloren habe, weil ich fast gestorben bin unter Wasser, ist das ja noch okay. So, wo war das jetzt nochmal? Was möchte der denn sagen? There's a broken switch in the theater. With this valve I can stop the steam in engine room at north. Habe ich jetzt Bild gemacht? So, ich muss doch für euch ein Bild machen. Hauptsache schöner reingesprungen. Irritiert voll, dass das da hinter mir auch noch so ein Wind kommt. So. Bin ich irgendwie gerade beschämmert und beheuert. Wo war das denn nochmal? War das da ganz... Ich war gar nicht so weit weg von den blauen Räumen hier, oder wie? Oder was? Wo war das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier war der Scheiß. Das steht im Theater. Da muss es ja im Theater sein und nicht hier. Oh, dieser ganze Glitch-Kram, der ist so nervig. Genau, setze ich erstmal einen Scheiß dann in die Ecke. Was war hier nochmal? Das traurige Skelett. Totenkopf. Muss ich da jetzt wieder in den Hauptraum? Hauptraum. Wie umständlich.
Oh, das geht mir so auf den Senkel, ey. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie kam man denn jetzt nochmal in den Theaterscheiß rein? Man ist ja so davor weggelevelt, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wie das, wo das überhaupt war. Aber das glaube ich, das war ja bestimmt irgendwelche Türen. Müssen doch irgendwelche Türen sein, die noch dahin führen, weil man ja immer unterwegs wieder Türen aufgemacht hat, damit man von überall da rankommt, sozusagen. Und ich hoffe jetzt, dass dieser Theaterscheiß auch so war. Und nicht irgend so ein anderer Kackweg. Oh Mann, jetzt, ich habe jetzt den Weg vor mir, sozusagen, und trotzdem... Also, ich habe das Nächste, was ansteht, ist zum Greifen nah und jetzt scheitert es nur daran, dass ich den Weg nicht finde. Wo das nochmal war. Und was ist das hier eigentlich? Hier war doch was mit dem Schlüssel mit den Fischen. Oder? Da. Da musst du doch auch irgendwie rankommen. Und vor allem, wie kommt man von oben daran? Ist da noch irgendwie ein Weg, oder? Ja, genau. Wo ich schon mal hier bin, einmal nochmal kurz gucken. Es sieht so aus, als ob man wirklich nur von hier dahin kommt. Und es kein... anderen Weg gibt. Okay, lassen wir das. Ich weiß nicht, ob das ein Secret ist. Man schafft es ja nicht immer einmal nur annähernd einzusammeln. Ach, mal irgendwie eine Karte wäre jetzt gut. Alter, war ich schon. Manova. Finde ich das nicht mehr. Wieso kriege ich jetzt Schluck auf? Neptuns Lunge. War das hier irgendwie? Nein. Bin ich schon wieder in dem Hauptraum. Warte mal, hier ist doch ein Schlüssel doch. Das war doch dann das Letzte, was ich gemacht habe. Sieht sehr theaterig aus hier. Ah! Oh, ich dachte, ich fahre jetzt hier irgendwo runter. So war das jetzt mit der Steam-Valve. Das war doch hier. Glaube ich. Nein, hier war das nicht. Hier war dieser Zeitscheiß. Hier ist aber jetzt das Ding. Was ist das denn hier für ein Weg? Das soll ich wohl auch nicht sein. Irgendwann mal. Wenn ich alt genug bin oder so. Es kann natürlich auch sein, dass ich erst diesen Scheiß mit dem... Doch, doch nicht. Doch, doch nicht. Was wäre jetzt passiert, wenn die Kiste da drauf gestanden hätte? Wäre die dann auch mit da reingeflogen? Ist schon mal die Luke auf? Aber ich suche jetzt noch das mit der... mit dem Ventil. Oh, habe ich einen Schreck gekriegt eben. Das ist überhaupt nicht gruselig.
möchte hier gerne weg. Schnell davor wegrennen. Lalalala. Die Suche ist das, wo man das Ventil reinschraubt. Das Ding auf das Handrad auf das Ventil schraubt. So. Hier konnte ich nicht hin. Ich brauche diesen Schlüssel, der irgendwo liegt, wo ich nicht hin kann. Museum. Das weiß ich. Jetzt bin ich wieder hier. Und wo war das denn? Menno. Das kann nicht wahr sein. Warum suche ich hier eigentlich die ganze Zeit schon? Was kann ich damit nochmal machen? Stop the steam. In the engine room. Heißt das, das Theater-Dings, das hat jetzt noch nichts damit zu tun. Ich kann das vielleicht schon mal machen. Ich möchte das aber nicht machen, weil das so gruselig aussieht. Ich habe jetzt einfach neu geladen, damit ich die Zeit nicht verliere. Ich möchte jetzt gerne eine... Fackel werfen. Ich mir jetzt auch die ganze Zeit einbilde, dass hier das läuft. Und ich das auch höre. Ach, das ist die Rückseite. Und das ist der Raum, den ich eben von irgendwo gesehen habe. Aber ich will erst den gruseligen Raum machen, weil sonst renne ich noch mehr davor weg. Bitte was? Ah, hier sind ja Scherben. So, nochmal. Ich würde mal interessieren, ob man den jetzt getriggert hat. Und ob man den hätte vermeiden können. Wenn ich jetzt hier dran ziehe, dann kommen noch mehr. Ich war mir gerade so sicher, dass ich den Weg kenne. Ich weiß noch nicht mal, ob der Kronleuchter überhaupt runter muss. Hätte er so bleiben müssen. Vielleicht habe ich jetzt irgendwas verpasst. Ich wollte nochmal hier gucken, deswegen lasse ich mich gerade wieder runter.
Okay, so, weiter geht's. Nächste Etage. Etage. Denk immer diese Absätze da. Diese. Da. Sieht immer aus, als ob da ein Hebel ist. Ups. Toll ist ja gar nichts. So, kann ich da jetzt hoch, oder? Was bringt mir das jetzt? Da? Soll ich da hinfliegen oder was? Was anderes ist ja hier nicht. Was ist so weit? Ah, das hat sie sogar geschafft. Aber egal. Da ist die Tür. An der anderen Seite. Oder? Ja, muss das sein. Hä? Was habe ich denn jetzt hier von? Achso, da geht da hinten ist auch noch was. Das ist irgendwie eine Vitrine. Nein! Scheiße! Habe mich von der Vitrine magisch angezogen gefühlt. Ich überlege gerade, ob man die Dings hier wieder runter macht. Und dann von der Tür da oben wieder hierher gelangt. Man kann, das war ja hier in der oberen Etage. Dass man dann an den hohen Kran Kranleuchte. Dass man dann wieder hier ran kann. Komme ich denn jetzt dahin, ohne zu sterben? Irgendwie ist er etwas toleranter, habe ich das Gefühl. Die fällt so lange und kniet schon. Und ich denke immer, das ist schon so ein Sturz, der eigentlich jetzt mal wehtun müsste. Weil, wenn ich jetzt hier dran ziehe, erinnert er sich jetzt noch? Jetzt geht er wieder hoch. Bettchen rauf, Bettchen runter. Bettchen rauf, Bettchen runter. So, jetzt will ich hier wieder raus, weil jetzt komme ich ja nicht mal in den Kronleuchter ran. Gehe ich schon wieder in die Ecke? Ein Fall. Falsch. Oh. An den hohen Kronleuchter komme ich jetzt ja nicht mehr ran. Das heißt, ich kann dann auch nicht diesen Weg da zurück. Deswegen gehe ich jetzt zurück. Ich kann gar nicht zurück. Dazu müsste ich eine Kiste haben. Scheiße. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wenn die Kiste da wirklich reinfällt. Wenn die Kiste da drauf geblieben wäre, hätte ich sie jetzt hier unten.
Herzlich willkommen zurück. Ich muss das jetzt nochmal machen. Scheiße! Bin ich blöd! Ich stelle die Kiste jetzt hier rauf. Oh, es hat gebebt. Das heißt, die Kiste ist jetzt unten. Komme ich denn jetzt hier runter? Muss ich ja so übers Krabbeln. Umständlich. Jetzt muss ich aber trotzdem wieder in den Raum, damit ich die Tür aufmachen kann. Ja, hier ist mal wieder die unsere Friends hier. Wie mich schon wieder die Scherben verletzt haben. Aber mit Meister Krabbel kann er durch, genau. Mr. Krabs. Wie ich extra die Rolle eben gedrückt habe und sie trotzdem keine Rolle macht. Können ja nicht klettern. Und wieder einmal bin ich Wege gegangen, die ich noch gar nicht soll. Nur mal so zur Erinnerung. So, die Tür muss auf, damit ich hier wieder rein kann, von der anderen Seite. Was sind die denn? Ja. So. Jetzt kann ich wieder zurück. Genau, nochmal durch die Scherben, weil es so lustig ist. Kann mal einer sagen, wo da. Und jetzt gehe ich. Boah, was war das denn? Jetzt knall ich an die Wand. Ich habe kein Medipack mehr. Nur noch drei große. Beziehungsweise jetzt nur noch zwei. Schön. Jetzt. War das von hier? Nein. Hier, dieser lange Flur war das. Nein! Genau wie eben, nochmal durch die Scherben und auch wieder verlaufen. War wahrscheinlich genau davor. Aber ich nehme ein großes Medipack.
Nummer 9 ist ein großes Minipack. Das werde ich mir aber nie merken. Warum ruckelt das jetzt? Ruggle. Ruggle, ruggle. Wiggle, wiggle. Nein. Das ist gar nicht der Raum, an den ich gedacht habe. Hä, wo habe ich denn eben das gesehen? Mit der Tür. Oh, das sieht hier auch alles gleich aus. Hey, warte mal. Oh, hier ist das doch. Nein. Warte mal, von der Logik her müsste das doch... Mann, es tut mir echt leid. Ich versuche das auch so gut wie möglich zusammenzufassen. Ja, genau. Ich hab das doch genau gesehen, wie du da langgeschlittert bist. Hier war das doch, oder? Da, aber hier ist auch so ein langer Flur. Nur ohne Löcher. Jetzt bin ich da. Mir fällt gerade ein, ich hätte noch mal am Kronleuchter ziehen müssen. Ich kann ja immer noch daran. Okay, Leute, also ich würde sagen, wir gehen dann in der nächsten Folge etwas entspannter an die Sache und machen den Kronleuchter erstmal hoch, bevor ich den Weg suche. Puh, ganz ruhig. Bis zum nächsten Mal.